Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Pflege, so heißt es oft in Feierreden, sei ein schöner Beruf. Die Frage ist aber doch, ist das in der Realität wirklich noch so? Auf dem Papier, so könnte man erstmal sagen, ja, es gibt einen guten Lohn, seien wir mal ehrlich, mit Zulagen, Zuschlägen nimmt man gutes Geld mit nach Hause, man hat einen sicheren Arbeitsplatz. Kritische Stimmen sagen, man kann die ganze Station alleine pflegen, also man ist auf jeden Fall unverzichtbar, so schnell wird man nicht gekündigt. Man arbeitet mit Menschen, auch das ist schön, in sehr nahem Kontakt. Und es gibt sicherlich die Inseln im Gesundheitssystem, da ist das auch so. Es gibt gut geführte Stationen, gut geführte Krankenhäuser, gut geführte Pflegedienste, die es irgendwie schaffen, dort noch eine gute Qualität zu gewährleisten und zufriedene Mitarbeiter auch zu haben. Aber im Regelfall, seien wir alle ehrlich zueinander, ist das in der Praxis eben nicht mehr so. Es gibt eine hohe Arbeitsverdichtung, es gibt viel zu viel Bürokratie, es gibt viele unbesetzte Stellen und ich habe es selber auf verschiedenen Stationen, nicht nur auf einer, auf verschiedenen Stationen erlebt, dass eigentlich keine Dienstplanbesprechung in der Pflege irgendwie noch zustande gekommen ist, ohne dass geweint wurde. Und mit geweint meine ich nicht das sinnverschobene Geweint im Sinne von sich angestellt, sondern wirklich mit echten salzigen Tränen. Und es sollte eigentlich keinen Arbeitsplatz geben, wo allein schon die Besprechung des Dienstplanes dazu führt, dass Menschen dort in ihrer Verzweiflung ihnen sogar Tränen ausbrechen. Also allein in diesem Bereich, allein nur in der stationären Pflege, gibt es schon so viele Probleme, schon heute, nicht erst morgen. Und morgen ist es ja erst quasi so weit, dass wir mit Zeiten der demografischen Krise, mit dem demografischen Wandel, noch vor ganz anderen Herausforderungen gestellt werden. Aber schon jetzt ist es in der Praxis so, dass wir uns in einer Spirale befinden, wo immer mehr Pflegekräfte den schönen Beruf, den ursprünglich schönen Beruf verlassen, immer wenige dadurch auf den Stationen in den Pflegediensten vorhanden sind. Und das, was den Beruf eigentlich mal ausgemacht hat, dass man sich dort Zeit nehmen konnte für Patienten, dass man vielleicht das ein oder andere persönliche Gespräch auch miteinander führen konnte und das, wo ja viele junge Idealisten für auch diesen Beruf ergriffen haben, eben um sich diese Zeit zu nehmen, um auch in den Zeiten von nehmen, nehmen, nehmen was zurückgeben zu können, das bleibt auf der Strecke. Und genau das ist oftmals das Problem, dass ja junger Idealismus dann auf eine Realität trifft, in der das überhaupt gar nicht mehr gegeben ist. Und dann haben sie eben Menschen, die ausgebrannt sind, die entmutigt sind, die genau diesen schönen Beruf an den Nagel geben. Und das ist im Schnitt ja bereits so, nach 7 Jahren verlässt die professionelle Pflege ihren Beruf. Und das ist nur der eine Teilbereich, die professionelle Pflege. Der Großteil wird nach wie vor in den Familien gepflegt. Und auch da ist es ein sehr, sehr schweres, ein sehr, sehr hartes Brot. Auch dort geht es nicht ohne Verlust an Mensch und Material. Das ist der Status quo. Wenn die Menschen zu Hause Angehörige pflegen in Zeiten, wo Demenz immer mehr zulegt, dann ist das eine Herausforderung. Und für Leute, die nicht ausgebildet sind, für Leute, die nicht wissen, wie sie mit zum Beispiel demenziell veränderten Patienten umgehen, kann das etwas sein, wo ganze Familien zerbrechen, wo auch dort sich Leute aufreiben, wo Menschen in den Burnout steigen und wo sie auf eine Gesellschaft treffen, wo es im Arbeitsleben ebenfalls ja große Arbeitsverdichtungen gibt, durchaus harte Wochenarbeitszeiten und man bei den Kollegen nicht um so viel Verständnis da hoffen kann, wenn man sich eben zu Hause noch um jemanden kümmert, sondern auch da heißt es dann schnell, dort kommt jemand eben seinen Arbeitsverpflichtungen nicht mehr nach. Also wenn man etwas in dieser Gesellschaft ändern möchte, dann wäre wahrscheinlich dort der Schlüssel, denn ein Großteil der Menschen wird zu Hause gepflegt und diese Gesellschaft muss daran arbeiten, dass das demnächst auch wieder möglich ist, dass das auch weiterhin möglich ist, dass ein Großteil der Menschen zu Hause vernünftig gepflegt werden kann, alleine schon, um diese Riesenbelastung, die dort mit dem demografischen Wandel auf uns zukommt, im stationären Bereich irgendwie abzumildern. Aber was wir dort brauchen, ist eben kein Pflaster und auch nicht ein großer Antrag im Sinne von eines Verbandswechsels, sondern wir bräuchten eigentlich eine umfassende Notoperation, um diesen Beruf noch in irgendeiner Art und Weise zu retten. Und da ist es eben nicht ausreichend, nur den Finger nach NRW zu zeigen, als wäre die Situation in Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen, Thüringen in irgendeiner Art und Weise besser. Graduell in manchen Teilbereichen, aber wenn man das Gesamtbild betrachtet, doch eben nicht. Der Grundaufschlag für eine große Revision tatsächlich des Pflegesystems muss aus dem BMG kommen, muss aus Berlin kommen. Genau da müsste eigentlich der Anfang sein. Genauso falsch ist es aber auf der anderen Seite, wenn heute CDU und Grüne sich hier hinstellen und sagen, es läuft ja schon alles. Das wird den Menschen in der Realität dort draußen noch überhaupt nicht gerecht, wenn man sagt, wir machen schon alles, es geht in eine richtige Richtung. Dann ist das nicht die Realität der vielen Pflegenden dort draußen, die mit ihren Problemen alleingelassen werden. Das wiederum erforderte eigentlich ein wenig den Mut, dazu sagen, dass die Herausforderung größer ist als die eigene Parteifarbe und dass man vielleicht auch aus der Regierung heraus nicht alles richtig macht, auch wenn das ein üblicher Regierungsreflex ist. Aber ähnlich wie bei der Debatte vorher sind das eben die normalen Reflexe, dass man mit dem Finger aufeinander zeigt. Aber wenn in diesen Tagen
viel zitiert wird über einen sogenannten Deutschlandpakt. Im Übrigen etwas, ein Wort, was ich selber nie benutzt hätte, weil das offensichtlicher NPD-Jargon eigentlich im Ursprünglichen war. Sie haben es jetzt wieder hochfähig gemacht, von daher benutze ich das an dieser Stelle. Aber das ist ein Problem. Pflege wäre ein Problem tatsächlich, wo sich eigentlich alle Parteifarben zusammentun müssten, um diese großen Herausforderungen der Zukunft in irgendeiner Art und Weise noch lösen zu können. In einer Situation, wo wir schon längst vor riesigen Herausforderungen stehen, die eine einzige Regierungsperiode eben nicht mehr alleine lösen kann. Und um zum Ende zu kommen, wir sind in Deutschland zu Recht stolz auf unser Gesundheitssystem. Wir sind auch zu Recht stolz auf eine gute Pflege. Vieles läuft hier viel, viel besser immer noch als in vielen anderen Staaten, als in vielen anderen Industriestaaten. Aber es wird in den nächsten Jahren, es wird in den nächsten Jahrzehnten darum gehen, ob wir dieses schöne System überhaupt noch halten können. Ob wir es gemeinsam schaffen, tatsächlich die Schritte einzuleiten, auch hier unter den verschiedenen Parteifarben, uns nicht in einem Klein-Klein zu verlieren, nicht mit dem Finger aufeinander zu zeigen, um dieses System nicht nur zu retten, dann immer, wenn wir darüber sprechen, über Gesundheitssystem, über Pflege, dann sprechen wir da um viele Menschen, über viele Menschen, die tatsächlich mit hohem Einsatz, hohem persönlichen Einsatz, teilweise persönlich bedroht werden, körperliche Verletzungen in Kauf nehmen, weil sie diesem wunderschönen Beruf nachgehen. Wir sind diesen Leuten verpflichtet, dass sie das demnächst auch noch in Würde und auch in Würde gegenüber den Pflegenden machen können. Vielen Dank.